Alles, was wir an guten Taten verrichten, jede gute Handlung, das Fasten, das Gebet, alle erdenklichen Handlungen, die uns Allah subhanahu wa ta'ala näher bringen, machen wir nur, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns dies ermöglicht. Allah ist derjenige, der uns diese Möglichkeit gab, diese eine gute Tat zu vollbringen. Allah lässt einen Moment entstehen, in dem wir eine gute Handlung tätigen. Deshalb haben wir es Allah subhanahu wa ta'ala zu verdanken, dass wir diese gute Tat machen durften. Ohne seine Huld und Barmherzigkeit würde nicht solch eine Situation entstehen. Unsere Waagschale des Guten an Yawm al-Qiyamah würde sehr leicht sein. Ohne Allah subhanahu wa ta'ala wären wir nicht imstande, die Dawah zu tragen, zu fasten und zu beten. Daher gehört die gesamte Macht und Kraft allein Allah und ihm gebührt die Dankbarkeit. Ja, sogar wenn einer eine Sünde begeht, so ist Allah subhanahu wa ta'ala derjenige, der einem die Möglichkeit gibt, Tauba zu machen. Daher sollten wir nicht abheben, sondern auf dem Boden bleiben. Der Mensch ist ein sehr schwaches Geschöpf. Er ist verschiedenen Situationen ausgesetzt. Es könnte sein, dass in seinem Herzen Krankheiten aufkommen beim Begehen einer guten Tat. Er könnte damit prahlen. Hochmut könnte entstehen. Man läuft Gefahr, sich als etwas Besonderes, etwas Besseres zu sehen. Faktoren, welche die guten Taten zunichte machen. Denn woher will man wissen, dass diese Tat auch angenommen wurde? Das Prahlen spiegelt sich nicht nur auf der Zunge wider, sondern auch im Umgang mit Geschwistern. Denn es kann sein, dass man auf Geschwister, die Sünden begehen, herabschaut, sie vielleicht sogar in der Öffentlichkeit erniedrigt, mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass man ja selbst praktizierend ist und gute Taten vollzieht. Verhält sich so ein gläubiger Muslim? Definitiv nicht. Der Muslim betrachtet seinen Bruder mit Barmherzigkeit. Du weißt nicht, während du prahlerisch ins Bett gehst, kann ein Bruder weinend und mit Reue ins Bett gehen, sodass Allah subhanahu wa ta'ala aufgrund seiner Reue ihm seine Sünden vergibt und deine guten Taten zunichte macht, weil du geprahlt hast. Ibn al-Qayyim rahimullah sagte, wahrlich, ein Diener begeht eine Sünde, durch die er das Paradies betritt, und ein anderer verrichtet eine gute Tat, durch die er in Jahannam kommt. Man fragte ihn, wie kann es sein? Da antwortet er, derjenige, der die Sünde begangen hat, denkt unaufhörlich daran. Das bringt ihn dazu, sich zu fürchten, darüber zu weinen und beschämt zu sein vor seinem Herrn wegen dieser Sünde. Er steht vor Allah subhanahu wa ta'ala mit gebrochenen Herzen und demütig mit gesenktem Kopf. Diese Sünde war nützlich für ihn. Es brachte ihn zu Demut und Bescheidenheit. Und zwar so weit, dass dies der Grund für das Betreten des Paradieses war. Der Täter der guten Tat jedoch betrachtet seine gute Tat nicht als Gunst seines Herrn. Stattdessen wird er arrogant und bestaunt sich selbst, indem er sagt, ich habe dieses und jenes erreicht. Das steigert seine Selbstverherrlichung, seinen Stolz und seine Arroganz so sehr, dass dies zum Auslöser wird für seinen Untergang. Der Islam lehrt uns, bescheiden zu sein. Allah subhanahu wa ta'ala liebt diejenigen, die bescheiden sind. Wir sollten ständig reflektieren und uns bewusst machen, dass es Allah subhanahu wa ta'ala war, der uns diese Möglichkeit gab, Gutes zu tun.